euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19. Mauer, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Gestern gab es einen kleinen Stream um 20 Uhr, 20.30 Uhr, weil ich es einfach nicht geschafft habe, eine 20 Uhr Folge aufzunehmen, Leute. Und ihr seht es auch, alte Umgebung, Greenscreen ist am Start, Facecam ist wie immer, außer in den letzten zwei Wochen über Weihnachten, gab es nicht diese Facecam, die ihr von mir gewohnt seid. Des Weiteren habe ich überlegt, weil ich es eigentlich gar nicht so schlecht fand mit der Facecam, mit dem Rahmen, mit dem Schatten darunter. Fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, fand ich gar nicht so verkehrt. Bloß der Hintergrund war natürlich Katastrophe mit dem nicht beleuchteten Greenscreen. Ihr könnt euch ja einfach mal eine 20 Uhr Folge von vor 5 Tagen oder so gönnen. Dann seht ihr es, was ich meine. Aber ich denke mal, die meisten wissen eh, was ich meine. Sondern ich plane jetzt einfach hinter mir solche Schaumstoffdinger zu machen, die ihr in der Roomtour gesehen habt. Die schwarz-blauen Schaumstoff komplett hinter mir. Ich denke, das würde ganz geil aussehen, vielleicht noch mit LED beleuchtet. Und ich glaube, das sollte dann mal gucken, Leute. Lasst euch überraschen, was ich mir da einfallen lasse. Wir gehen heute, wir zocken hier weiter FIFA Mobile. Wir zocken weiter FIFA Mobile und ich habe einen 99er Team, Leute. Ich habe endlich fast 100. Leute, ich habe fast die 100er Bewertung. Habt ihr es gehört? Okay, Jungs, ich werde durchziehen. Jetzt gibt's draußen Ramazamba. Gestern im Stream habe ich die 99 gepackt mit euch gemeinsam. Ich habe nämlich hier hinten noch, wen hatte ich trainiert? Hummels. Toni Kroos könnte ich eigentlich jetzt hier auch auf 99 bringen. Ja, was soll denn der Spaß hier? Komm, ich kaufe mir jetzt einfach ein paar Spieler, auch wenn ich eigentlich meine Münzen aufbewahren wollte für Lothar Matthäus und Klose. Also Lothar Matthäus auf jeden Fall safe. Klose bin ich ein bisschen davon abgekommen, ich weiß noch nicht, auf jeden Fall Lothar Matthäus schön als zentraler Mittelfeldspieler für Goretzka, dann stelle ich meine Formation um auf ganz normal 4-3-3, dann passt das, ja. Dann passt das ja wie die Faust aufs Auge, so, aber Toni Kroos kann ich ja einmal hier auf 90 noch trainieren, damit werde ich keine 100er Bewertung jetzt bekommen, aber ich werde, denke ich mal, somit auf, ja, also ich krieg halt Toni Kroos 90 und das ist ganz nice. Was ist denn jetzt hier? Was ist das für ein Fail hier schon wieder? 222.000 möchte ich hier maximal ausgeben. Qualität bitte Elite. Und dann kaufe ich mir davon 6, 7 Spieler oder so. Und dann können wir hier den guten Toni Kroos auf 90 bringen. Der nächste Meisterspieler. Mein 99er Team hier. Let's go. Richtig nice. So, Lukas Leiva noch kaufen, weil umso höher die Bewertung, desto mehr Bewertungspunkte gibt der, Erfahrungspunkte teilt der Spieler quasi aus. Okay, der ist schon verkauft worden, Quincy Promise, nochmal Leiva, komm. Dankeschön, hier Parolo noch für 215.000. Ja, wie viel brauche ich noch? Noch zwei? Ich kaufe mir einfach nochmal zwei Julian Brandt nochmal und Big League Legenden. Ich weiß nicht, ob die Europa League Spieler genauso viele Erfahrungspunkte geben, ich hoffe es, ey. Ich hoffe es. So, Toni Kroos. Da habe ich ja nur Elite, nur Meisterspieler im Team, außer Goretzka, ne? Oder habe ich mich da irgendwie verguckt? Zack, das hat genau ausgereicht. Ja, ja, trainieren. Zack, zack. Boya Vallejo habe ich übrigens noch gezogen im Kälte-Event. Könnte ich eigentlich auch mal verkaufen. Ich denke mal, der bringt ein bisschen mehr als 200.000 Münzen. So, ja, also nur noch Goretzka. Wenn denn in der Mitte, wenn noch perfekt in der Mitte Lothar Matthäus steht, ne? Dann sieht das Team so geil aus. Zwar habe ich viele normale Spieler, keine wirklichen Sonderkarten, außer Teamheld Robben, Rebic, Flash Sale, Thanksgiving Johnson, obwohl ich mit Johnson auch nicht zu 100% zufrieden bin. Eigentlich könnte ich in den linken Flügel auch eine Legende stellen, ne? Würde ja reinpassen, weil die Legenden linken ja jetzt zu allen Spielern. Gucken wir uns mal an. Eigentlich wollte ich heute auch ein bisschen mehr Versus Angriff spielen, da ich in den letzten Tagen nicht mehr so häufig Versus Angriff gespielt habe. Deswegen wollte ich das hier heute ein bisschen nachholen. Außerdem ist ja auch kein anderes Event am Start, ne? Es ist kein anderes Event. Hier, Liga-Icons gibt's auch, ne? Icons. Zack, das nächste Event ist halt das Team of the Year, was hoffentlich Montag kommt, Leute. Das hoffentlich Montag kommt. Ich werde dann definitiv, denke ich mal, streamen für euch und ein paar Packs öffnen, ist ganz klar. Das ist ja mal ganz klar. So, Icons und was wollte ich noch machen? Linker Flügel, genau. Linker Flügel. Es gibt keine Icons im linken Flügel. Verdammte Scheiße. Alter, es gibt nur 3 Icons auf dem Markt? Habe ich hier irgendwas eingestellt? Nee. Hä, als ob es nur 3 Icons auf dem Markt gibt. WTF und dann kostet, alter, Pelé 75 Millionen. Alter, und Yashin kostet selbst sogar. Okay, Leute, die Icons, die steigen richtig im Preis. Das könnte wirklich knapp werden. Alleine schon nur Matthäus zu kaufen, das könnte schon richtig knapp werden.
So, ich habe hier noch die zwei Quests. Obwohl, nee, habe ich nicht. Hä, was ist denn da unten? Was ist das denn? 30... Oh, genau. Sprachen lernen, Bubble. So, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins erste Versus-Angriffsspiel. Ich denke mal, ich werde heute noch 3-4 Spiele machen. Ich hoffe, dass ich alle gewinne. Das ist ja mal ganz klar. Alle Spiele zu gewinnen wäre auf jeden Fall nice. Morgen wird es natürlich dann auch wieder die 20 Uhr Folge geben. Ob es um 17 Uhr ein Video geben wird, weiß ich nicht genau. Ich gehe eher von einem Nein aus. Eventuell streame ich am Wochenende. Ihr könnt mal gerne eure Lieblings-Streaming-Zeit unten in die Kommentare schreiben. Dann weiß ich Bescheid. Und dann weiß ich auch, aha, dann werfe ich mal Samstag um 12 Uhr den Stream an, beispielsweise. Übrigens will ich Samstag, Leute, Samstag will ich absolut chillen. Leider keine Bundesliga, aber es gibt ja hier diesen AOK, hier, Hallencup in Berlin. Mit Hertha spielt er mit, wer spielt er noch mit Dortmund, also mit Senioren, sage ich mal. Was heißt Senioren? Mit Legenden halt. Ne? Hertha-Legenden, Dortmund-Legenden, ich weiß gar nicht, wer da alles mitmacht. Der findet auf jeden Fall jedes Jahr statt, dieser Cup. Und den will ich mir eigentlich angucken, weil ich Hallenfußball einfach feiere. Hallenfußball ist geil, Mann. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Leute. Ich feiere Hallenfußball und ich würde auch einen Hallenfußball-Modus in FIFA richtig geil finden. Sei es jetzt FIFA Mobile oder halt FIFA auf der Konsole. FIFA auf der Konsole, Hallenfußball wäre absolut geil. Also, ohne Witz. Oder was sagt ihr? Was sagt ihr? So, 3-3, Johnson. Arne Meyer. Komm, geh vorbei. Ja, nee, nicht so. Was war das hier schon wieder für ein Berg? Für ein Bock? Goretzka. Leon Goretzka. Oh, das gibt's doch nicht. Meyer. Was mache ich? Was mache ich? Versuche ich noch das Tor zu machen? Arne Meyer. An den Pfosten. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar, ja, nee, ist klar. 4-4. Komm, 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 Arne Meyer. Jetzt kannst du das alles wieder gut machen. Dankeschön, 5-4. Eieieiei, komm, Johnson, Johnson, Johnson. Geht vorbei, Fabian Johnson. Wenn der jetzt das Tor macht, dann könnte es eigentlich gewesen sein, 6-4, Faust in die Facecam hier. Let's go. Rebic nochmal vorbei. Rebic, Ante Rebic. 7-4, Leute. Erstes Spiel. Erster Sieg ist am Start. Besser kann es doch nicht laufen. Was kriege ich denn jetzt eigentlich? Das Kälte-Event ist ja nicht mehr da. Kälte-Packs kann ich nicht mehr aktivieren. Was kann ich denn sonst für Packs aktivieren? Ich glaube, Packs, wo ich Erfahrungspunkte... Nee, Erfahrungspunkte war 1 gegen 1, ne? Und was war... Skill-Boost-Karten kriege ich, ne? Aber ich habe schon so viele Skill-Boost-Karten. Das Neujahrs-Event, Leute. Jeder hat über das Neujahrs-Event, sage ich mal, rumgeflamed. Kann man das so sagen? Okay, nicht jeder, aber viele haben gesagt, das Neujahrs-Event war blöd, weil man halt nicht so viele Punkte und nicht so viel das da bekommen hat. Ich gebe es auch ehrlich und offen zu, ich habe mir dieses eine Pack, wo ich da für jedes Skill-Spiel, was ich gemacht habe, 10 Neujahrspunkte bekommen habe. Und das hat sich sowas von gelohnt, Leute. Jede Stunde, wo ich gespielt habe, wo ich 20 Mal das Skill-Spiel gespielt habe, habe ich 200 Neujahrspunkte bekommen, weil ich für jedes Skill-Spiel, was ich gespielt habe, 10 zusätzliche Neujahrspunkte bekommen habe. Und dann auch noch zusätzlich einen Neujahrspunkt, 2 Neujahrspunkte, 3 Neujahrspunkte. Und deswegen habe ich eine Stunde komplett, Leute. Selbst mit diesem Pack, was ich mir gekauft habe für 3000 FIFA-Points, habe ich es nur geschafft, eine Stunde komplett zu spielen und halt den kompletten Pfad lang zu gehen und es lädt hier schon wieder Ewigkeiten. Und da habe ich mir, ich glaube, insgesamt 3000 Skill... Hä, ich kriege ein Kältepack? Ich möchte den Satz hier noch zu Ende führen. Ich habe mir insgesamt 3000 Skill-Boost-Karten oder ungefähr so geholt durch diese eine Neujahrsstunde. Und wieso das Kältepack? Ich kriege... Okay, EA... Da hat wahrscheinlich einer von euch vergessen, dass es das Kälte-Event nicht mehr gibt. Ach, EA. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Jetzt habe ich ein Kältepack da rumzuliegen. Ich habe ein Kälte... Was soll ich denn jetzt noch mit Kältepunkte ohne Spaß, Mann? Habe ich mich hier verguckt? Nee, das ist doch vorbei schon. Also, EA. Das war es immer wieder an dieser Stelle komplett, würde ich sagen. Wir gehen rein ins zweite Versus-Angriffsspiel. Ich hoffe, dass ich das hier auch gewinnen kann. So, let's go. Gegnersuche ist am Start. Und ich hoffe, dass der Gegner wieder eine etwas schlechtere Bewertung hat als ich, ne? Umso leichter ist es für mich, hier einen Sieg nach Hause zu bringen, nach Hause zu fahren. Scha. La 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 la. Okay, reicht. Gameplay-Ressourcen werden heruntergeladen. Let's go. So, was hat er? 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 96. Nice. Somit könnten wir ja, wenn wir jetzt gewinnen, auf wie viele Fans könnten wir rutschen, wenn ich so 7000, 8000 Fans bekomme? Leute, dann hätten wir fast 1.060.000 Fans.
Sehr, sehr nice. Also mit 99er Bewertung sollte man eigentlich auch ein bisschen mehr Fans haben, ne? Und ein Robin. Und ein Robin! Uiu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